Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bei mir zum Mittagessen gibt es einen Kartoffelsalat, russischen Kartoffelsalat Olivier. Und das habt ihr bestimmt oft gehört, dass dieser Name Olivier. Und heute bereite ich es neu zu. Schaut, toll sieht er aus und schmeckt er genauso lecker, so wie es aussieht. Und wenn ihr Interesse habt, wie bereitet man so einen Kartoffelsalat, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Folgende Zutaten habe ich mir vorbereitet. Kartoffel, Möhren, Eier müssen wir fertig kochen. Und dann in kleinere, so eine Würfel schneiden. Auch die Eier, auch genauso Möhren. Alles schön klein und fein. Dann brauchen wir noch Fleischwurst, ein paar Gewürzgurken, mein Fall drei Stück, und die Erbsen aus der Dose. Die Zutaten habe ich dir alle schon vorbereitet, dass wir euch nicht zu viel Zeit wegnehmen wegen Schnippeln, und geben wir das alles in eine Schüssel. Ich glaube, dieser Kartoffelsalat unterscheidet von ganz normalen deutschen Salat, nur dass wir geben noch dazu gekochte Möhren und Erbsen. So, geben wir alle klein geschnittenen Zutaten in eine Schüssel. Hoffentlich habe ich nicht zu kleine Schüssel genommen. Und werden wir erstmal die alle Zutaten ein bisschen so umrühren, vermischen. Olivier-Salat, es ist auf jedem festlichen Tisch. Ob es zum Ostern oder zu Weihnachten oder zu Silvesterparty oder vielleicht einfach Geburtstagparty. Überall Olivier-Salat steht auf dem Tisch. Ob es Winter oder Sommer ist. Und jetzt würzen wir. Würzen wir ganz normal mit Salz, Pfeffer und, wenn ihr mögt, ein bisschen Muskatnuss. Danach Mayonnaise. Mayonnaise kann man zum Beispiel halb-halb machen. 2 Esslöffel Creme Fraiche und 2-3 Esslöffel Mayonnaise. So habe ich mir jetzt auch angerührt. 2 Esslöffel Creme Fraiche und 3 Esslöffel Mayonnaise. Oder nur mit Mayonnaise. Früher haben wir oft sogar nur mit Schmand gemacht, aber das war ein hausgemachter Schmand. Und werden wir es mal wieder alles gut verrühren. Wenn der Salat etwas zu trocken, kann man von den Gurkensud dazugeben. Dann braucht man auch nicht zu viel Mayonnaise reinmachen. So, haben wir richtig schön umgerührt. Schaut, es ist jetzt auch den Salat unser nicht trocken und es ist auch genug hier Mayonnaise. Müssen wir nicht zu viel reinmachen. Jetzt können wir noch ein bisschen was Grünes dazu geben. In meinem Fall ist es gefrorene Schnittlauch. Ein bisschen Petersilie dazwischen. Und jetzt lassen wir unseren Salat einfach auch ein paar Stunden ziehen. Und dann mal probieren, wenn es nötig ist, ein bisschen abschmecken. Und danach kann man schon auch servieren. So, liebe Freunde, schaut, wie schön sieht er aus. Und schmeckt sehr, sehr gut. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über eure Meinung, wie es das euch schmeckt, solche Salate. Und natürlich für Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.